Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen schmackhaften Blick in die Degusta-Box, denn die ist heute bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Foodbox erscheint monatlich, enthält mindestens 10 Foodprodukte. Ich glaube, wir haben auch immer irgendwie mindestens 20 Euro Warenwert drin. Und ihr könnt über den Link in meiner Infobox die erste Box für 9,99 € bekommen, also für 6 Euro. Günstiger, weil die normalerweise 15,99 € kostet und wir haben hier auch immer sehr schöne Lebensmittel drin enthalten. Also meistens, wenn das Video online kommt, habe ich die ganze Box schon in meinem Bauch drin und dieses Mal ist sie super, super schwer, wahrscheinlich, weil wir allerhand Getränke drin haben, was aber auch tatsächlich jetzt so zum Frühling passt, ne? Es wird wärmer, wir müssen auch ein bisschen mehr trinken. Das ist auch ganz gut so. So, jetzt schauen wir mal. Also, wir haben hier erstmal so einen kleinen Flyer drin, dass du halt auch was günstig. Wir haben hier ganz viel zu lesen drin. Holla die Waldfee, was geht hier denn ab? Für die Degusta-Box Cold haben wir hier auf jeden Fall so ein bisschen was. Dann haben wir im Mai das Motto Picknick. Das haben wir öfters mal, ne? Passt auch ganz gut. Und das ist das Motto. Ja, da sind die Produkte aufgeführt. Gegebenenfalls Alternativprodukte finde ich jetzt aber tatsächlich doch eins, ne? Da können wir gleich mal gucken. Das sind auf jeden Fall die Produkte mit Preisen, die blende ich euch auch ein. Das sieht sehr verheißungsvoll aus. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Wir haben hier, und das ist auch preislich aufgeführt, ein Heft drin. Nee. Ich möchte hier was zu essen und zu trinken drin haben, aber kein Heft, bin ich ehrlich. Achso, ich bekomme die Box in der Kooperation zugeschickt und deswegen habe ich auch den Code und den Link, moin. Und ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau gerne mal rein. Wow. Das ist The Red Bulletin. Kostet 2,50 Euro. Folge deinem Takt. Seine Worte prägen Deutschrap. Das ist schön, ne? Aber das brauche ich nicht in der Foodbox, bin ich ehrlich. Also, das ist für mich ein Füllprodukt. Also, das geht ja auch um Sport und so weiter. Ist nicht so mein Vibe. Brauche ich nicht. Nee. Gut, dann habe ich hier Grießbrei drin. Himbeer, Bourbon, Vanille, genau das ist das, was ich hier drin finden möchte. Von Dr. Oetker eine süße Mahlzeit. Milch zu geben, schnell zubereitet, 2 Portionen. Läuft. Genau das, was ich brauche. Finde ich klasse, sowas mag ich. Ist auch noch richtig lange haltbar. Und mit sowas macht man mich sehr glücklich. Wirklich sehr, sehr glücklich. Denn ich esse sowas auch ganz gerne. Mein Freund auch mal ab und zu. Aber ich bin halt auch so mit sowas auch ein Stück weit aufgewachsen. Ist jetzt auch blöd bezeichnet, ne? Aber meine Mama hat sowas immer ganz gerne gegessen und gab sowas halt häufiger mal bei uns. Aber diese Box ist nicht nur so schwer, weil wir hier allerhand Getränke drin haben, sondern auch, Leute, weil wir hier einfach mal so ein Pack drin haben. Vollkornhafer, Haferflocken, ja. Blütensaate, Küllenflocken. Läuft. 500 Gramm kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich war jetzt auf dem Dalton-Event und da haben viele immer wieder von irgendwelchen gesunden Rezepten gesprochen, wo immer irgendwelche Haferflockengeschichten drin waren. Scheint viele Leute zu sich zu nehmen, ne? Wobei da auch einige Kochblogger und so mit dabei waren. Ja, sollte ich vielleicht auch mal machen. Ist ja gesund, ne? Dass man da auch ein bisschen mehr so auch morgens sowas so halt zu sich nimmt. Ich habe sogar von welchen gehört, die sich das einfach nur in warmem Wasser machen. Ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu krass. Natürliche Proteinquelle, reich an Ballaststoffen, ne, ist halt eine gesunde Kiste. Ich bin dann eher so beim Grießbrei. Dann haben wir hier auch mit dabei von Brand Minis Vegan Hafer und Kakaonuss. Die hatten wir schon mal in so einer Karamellvariante. Die waren so lecker. Die habe ich einfach eingeatmet. Hier hinten ist es auch abgebildet, Hafer und Karamell, genau. Oh, die waren so, so lecker. Also die mag ich schon ganz gerne. Doch, sowas mag ich, ne? Gib Claudi irgendwie Schoki, gib ihr irgendwie was Süßes zu essen und die freut sich einen Keks. Das ist auch schwer und deswegen halt auch, ist ja krass, also doch nicht, also ich bin gerade beeindruckt. Ich hätte gedacht, wir hätten irgendwie gefühlt 5 Liter Getränke hier drin. Oh mein Gott, wir haben ja auch noch so große Sachen. Wow, okay, also mit Pep. Curtis Brothers, da haben wir auch eine Mayo von, glaube ich, drin gehabt oder sowas. Die hat mein Freund heute noch gegessen. Pitmaster Barbecue, Natural Sources, das finde ich auch eine nette Sache. Das ist zwar nur bis Juli diesen Jahres haltbar, ist aber nicht schlimm, denn im Mai und Juni haben mein Freund und ich Geburtstag und da werden wir sicherlich auch Leute, Freunde, Familie einladen und da werden wir dann wahrscheinlich auch grillen. Jetzt ist eh Grillsaison, da macht es Sinn. Picknick? Weiß ich nicht.
gibt bestimmt Rezepte, wo man Barbecue auch einfach so als Soße irgendwo mit reinpacken kann. Dann haben wir hier auch noch so eine Milchersatzgeschichte mit dabei, und zwar Köln Haferdrink mit 0% Zucker. Sowas kommt auch immer ganz gut, ne? Also so eine Hafermilch, doch... Denke ich schon. Ich mache das auch ganz gerne. Also wir haben in diesen Boxen auch öfters mal so eine Milchersatzgeschichte mit dabei. Und ich finde es ganz schön, dass man das halt einfach so mit dabei hat. Weil man da auch einfach zum einen auch mal was Gesünderes zu sich nimmt als halt klassische Milch, ne? Und zum anderen halt auch so verschiedene Milchersatzprodukte kennenlernt, die ich einfach vorher nie kennengelernt hätte. Einfach weil... Wenn ich vor dem Regal stehe, denke ich mir, ich weiß ja nicht. Und dann greife ich halt doch eher zur klassischen Milch. Wisst ihr, was ich meine? Und dann ist es ganz cool, wenn man durch die Box halt sowas kennenlernt und halt so Impulse bekommt. Also das, finde ich, darf die Box mir auch sehr, sehr gerne geben. Dann haben wir hier noch was zu trinken drin. Und zwar von, das ist auch schwer, von Vöslauer Holunderblüte. Richtig cool. Ja, das wird hier oben stehen bleiben und hier oben auch getrunken werden. Das ist einfach, ja, Wasser mit ein bisschen Geschmack. Sowas mag ich. Ich trinke mir hier auch normales Wasser. Ich trinke mir hier auch einfach Leitungswasser zusammen mit einem Eistee-Beutel drin. Was haben wir hier eigentlich? King's Crown, Eistee Pfirsich, ne? Sowas ist halt das, was ich hier oben auch gerne so im Sommer zu mir nehme. Ja doch, hier sind doch einige Getränke drin. Hier haben wir noch das Fizzy Peach von The Organics by Red Bull, Sparkling and Natural. Sowas ist auch wirklich eine schöne Sache. Ja, mit Pfirsich, ne? Und das ist halt mit Kohlensäure, da muss ich dann ein bisschen aufpassen. Weil wenn ich hier oben sitze, rede ich viel. Und das kenne ich ja noch aus meinem vorigen Job im Vertriebsinnendienst. Wenn ich viel rede und dann was mit Kohlensäure zu mir nehme, muss ich halt aufstoßen. Das kam damals schon nicht ganz so gut, wenn ich dann ja am Telefon war und da jetzt nicht unbedingt zwischendrin, naja gut, konnte ich schon auf Stumm schalten, aber man will ja nicht so durchs Büro rühren. Und hier ist es halt auch ein bisschen unangenehm, sag ich mal, ne? Nun, auch das würde ich rausschneiden, aber trotzdem. Und ja, hier habe ich auf jeden Fall das Fizzy Peach. Finde ich gut. Doch, ne? Mag ich ganz gerne. Noch ein Getränk ist hier mit dabei. Und zwar das, was ich eben schon gelesen hatte. Aber ich glaube, das wird mein Freund mögen. Granini Selection Rhabarber The Passion of Fruit. Ne? Das ist so ein Rhabarbersaft. Ich bin nicht mit Rhabarber groß geworden. Das gab es bei uns einfach nicht. Mag ich auch ehrlich gesagt nicht so gerne. Das ist halt ganz interessant. Das, was man als Kind auch gar nicht so kennengelernt hat, mag man dann im Erwachsenenalter vielleicht auch nicht ganz so gerne. Und ich mag eigentlich vieles, wirklich sehr, sehr vieles. Aber Rhabarber gehört nicht mit dazu. Meine Mama mag auch kein Rhabarber und ich glaube, mein Papa auch nicht. So, dann habe ich von Ostmann Let's Do Stullen. Witzig. Ein Crunchy Topping. Das ist hier von Ostmann so eine kleine Geschichte. Ich habe heute Abend mir noch das Stullen, Kräuterstullen Spice von Just Spices auf mein Brot gegeben, weil wir aktuell nicht so viel Aufstrich und Aufschnitt da haben, ne? Und genau, deswegen finde ich das gerade ein bisschen funny. Und da habe ich auch den Code Just Claudi, wenn ihr möchtet, da könnt ihr, wenn ihr dort bestellt, auch das Bratkartoffelgewürz für Umme mit dazu bekommen und unterstützt mich halt, weil es ein Affiliate-Code ist, ne? Genau, genau, genau. Und das kann ich mir aber auch vorstellen, weil wir haben hier ordentlich Frischkäse, dass ich das in den nächsten Tagen einfach mal aufessen werde. Dann habe ich jetzt hier noch einen Riegel. Ich mag Riegel. Ich finde es toll, dass wir hier sowas drin haben, solange das nicht überhand nimmt. Und ein, zwei Riegel haben wir eigentlich in dieser Box immer drin. Das ist von Cadbury Picnic. Sieht sehr lecker aus mit Erdnüssen. Sowas esse ich mich hier oben, sage ich euch ja auch immer wieder gerne, so in Drehpausen oder einfach zwischendurch unten mal, wenn ich einfach Bock drauf habe. Hier habe ich noch was mit Alkohol, mit Stoff dabei. Schöfferhofer Grapefruit, oh, das kenne ich, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Fruchtig herber Weizenmix. Das ist ein super, super leckeres Nom-Getränk. Ich weiß gar nicht, gibt es auch ein alkoholfrei? Weiß ich echt nicht, ne? Aber ich kenne das als alkoholhaltiges Getränk und da mag ich das schon. Hatte nämlich mal, ich glaube, meine Schwiegermama in Spee und da habe ich das bei ihr mal kennengelernt. Noch eine weitere Glasflasche, die sind hier immer so ein bisschen eingepackter, was auch gut ist, ne? Dass die halt nicht durch die Gegend fliegen. Ist hier auch nochmal so eine Soße von Werder Curry Ketchup Delikat. Hatten wir das nicht letztens schon mal irgendwo? Keine Ahnung, kommt mir gerade bekannt vor. Ja, also mein Freund ist halt wirklich so einer, nein, ich mag nur den Hela Curry Gewürzketchup und sonst gar nichts. Okay, ja, kann man aber trotzdem mal ausprobieren, würde ich mal so sagen. Und das kommt halt jetzt auch in die Fraktion Grillsoßen. Da hatten wir jetzt eine Barbecue-Soße, dann haben wir eine Curry-Soße mit dabei. Das ist ganz gut. Und hier habe ich jetzt, glaube ich, das letzte Produkt. Und ich meine, diese Box könnte fast schon draufstehen, powered by Köln. Denn hier ist schon das dritte Köln-Produkt drin. Köln Cereals Haferbits. Und mein Freund mag sehr, sehr gerne diese mit Schokocreme. Füllung, ne? Das ist wirklich seins.
Er ist aber nicht so der Typ, der sagt, oh, wenn da vegan draufsteht, dann habe ich da richtig Bock drauf. Das heißt, ich muss es dann so ein bisschen zuhalten, ne? Dass es nicht ganz so gesund daherkommt. Vielleicht kennt ihr das, Männer sind manchmal anders. Und ja, vielleicht esse ich mir die aber einfach mal dann aus, weil ich einfach sowas lecker finde. Keine Ahnung. Aber er isst sowas tatsächlich mehr als ich. Und deswegen muss ich da gerade eher so an ihn denken. Ist aber witzig, ne? Dass wir hier drei große Köln-Produkte drin finden. Genau, zudem jetzt auch noch eine Alternative gegeben, und zwar den, oh, Schoko- oder Vanillegeschmack. Also es hätte auch noch welche mit Schoko außen und Vanillegeschmack innen gegeben. Da läuft mir gerade das Wasser im Mund zusammen. Also generell bei dieser Box läuft mir das Wasser im Mund zusammen, weil wir hier schöne Produkte drin finden. Ich finde es cool. Klar, allerhand Getränke, ne? Aber das passt für mich jetzt in die Zeit rein. Genau, ansonsten schön befüllt, Basic-Produkte, aber auch Außergewöhnlicheres. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Können wir uns gerne austauschen und dann wäre es hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.